So, ihr Lieben, da bin ich wieder, Luisa von Our Clean Journey. Ich verlinke euch unsere Webseite unten und alle weiteren Infos. In meinem letzten Video, was ich euch ebenfalls unten in der Infobox verlinken werde oder auch vielleicht hier oben, habe ich euch ein bisschen erzählt von meinem neuen Projekt, was ich starten möchte, von meiner neuen Challenge, von meinem Gesundheit, Fitness, Abnehmen und einfach Ernährungsumstellungsprojekt und was ich mit euch zusammen machen möchte. Alle weiteren Infos könnt ihr euch gerne beim anderen Video anschauen. Heute oder in diesem Video zeige ich euch jetzt, was ich eingekauft habe. Und zwar habe ich wirklich jetzt mal, also ich glaube, so ungesund habe ich seit ungefähr gefühlten 4 Jahren nicht mehr eingekauft. Wahrscheinlich ist es noch gar nicht so lange her. Aber in dem letzten Jahr oder in den letzten Monaten zumindest habe ich wirklich ja sehr, sehr, sehr gesund gegessen, sehr clean gegessen, teilweise vegan gegessen. Wobei ich Vegetarier bin, keine Veganerin. Ich zeige einfach mal ein paar Sachen, die ich gekauft habe. Genau solche Sachen habe ich früher wirklich gekauft. Ich habe die gegessen, die Sachen. Ich habe zu meinen FA-Zeiten solche Sachen auch teilweise wirklich mehrere von diesen Sachen an einem Tag gegessen. Es klingelt. Nee, auf jeden Fall. Also, ich fange mal an. Ich habe Pizza gekauft. Oder eine meiner Lieblingspizza von Restaurante, die ich auch immer noch teilweise so mal ab und zu esse. Was ich immer ganz gerne vermeide, ist der Blick auf die Rückseite. Also, es ging um die Pizza. Früher zu meinen Zeiten, wo ich so als Teenager, wo ich sehr, sehr wenig gegessen habe, wo ich sehr viele Probleme hatte mit Essen, wo ich mich da sehr doll reingesteigert habe, habe ich, was wahrscheinlich auch viele immer noch machen, bei einem Stück Pizza, bei so einem Ministück schon die Krise bekommen und dachte, das kann ich nicht aufessen, das geht nicht, das ist viel zu viel Kalorien, viel zu viel Fett und so weiter. Mittlerweile esse ich locker, das ist ja noch eine kleine Pizza, also locker eine ganze Pizza selber, wenn nicht sogar mehr. So, ist an sich jetzt auch gar nicht so schlimm, aber ihr solltet nicht vergessen, diese Pizza hat 88 Kalorien, was 44% ausmacht und hat 11,7 Prozent, nee, oh Gott, 45,7% Fett. 45% Fett und 88 Kalorien für eine Pizza, wenn ihr vielleicht am Tag, ich darf zum Beispiel am Tag 1350 Kalorien eigentlich essen. Ich werde das jetzt in diesem Projekt um einiges überschreiten. Ich werde eher 2.000 bis 3.000 Kalorien wahrscheinlich essen an einem Tag. Ich zähle keine Kalorien, weil ich da kein Fan von bin. Ich denke, das bringt nichts, da steigert man sich nur in irgendwas rein. Ihr solltet lieber schauen, dass eure Klamotten sitzen, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch gesund fühlt. Aber ich werde es eventuell bei diesem Projekt jetzt ein bisschen nebenbei mal so ein bisschen Pi mal Daumen zumindest mal schätzen, wie viel ich esse. Also eine Pizza, 880 Kalorien. Wenn ich jetzt so eine Pizza essen würde, würde ich ja auf jeden Fall irgendwie zum Beispiel dann als Nachtisch vielleicht noch ein Eis essen. Das wären dann nochmal 300, 400 Kalorien. Dann würde ich ja mittags oder tagsüber noch was anderes essen, wenn ich das abends esse. Also wie gesagt, ne, eine Pizza ist halt schon echt krass. So, aber ist jetzt gar nicht mal so das Drama, weil Pizza kann man immer noch essen, finde ich. Also auch im normalen Fall. Da habe ich ganz normal Kartoffeln gekauft, weil gut, Kartoffeln sind jetzt auch nicht ungesund. Kartoffeln sind gesund, das kann man schon immer essen. Jetzt geht's los. Oh mein Gott. Also ich habe wirklich, ich habe auch echt ein bisschen übertrieben. Ich habe halt echt genau die Sachen gekauft, die. Alter, geht's noch? Schon wieder geklingelt. Alter. Übertreibt man nicht. Also, oh mein Gott, es ist Vorweihnachtszeit. Ich liebe diese Teile. Ey, okay, ich bin jemand, ich esse zum Beispiel Chips und sowas interessiert mich fast gar nicht. So salzige Sachen sind gar nicht mein Ding, aber Süßigkeiten. Oh mein Gott, Kekse, ey, das geht dann echt ab bei mir. Es ist so krank. Also, Lebkuchen. Es ist echt, es ist Anfang Oktober oder mehr Mitte Oktober mittlerweile. Aber Kekse, Lebkuchen. Und jetzt mal abgesehen davon. Eine Portion, also ein so ein Ding, hat schon 100 Kalorien. Oh Gott. Also ein so ein Ding hat 100 Kalorien und wenn ich die anfange zu essen, esse ich meistens davon so 4 bis 8 oder so. Also überlegt euch das mal nur. Ich sage jetzt gar nicht, ich sage wirklich nicht, ihr sollt echt keine Kalorien zählen. Aber für dieses Projekt, ich möchte euch einfach nur veranschaulichen, was ich alles essen werde und wie ungesund diese Sachen eigentlich sind. Wie gesagt, wiederum was anderes ist die Maße, ne? Also wenn man das maßt, wenn man ein Keks am Tag isst, 100 Kalorien ist gar nichts. Ein Keks am Tag ist gar kein Problem. Aber die meisten Menschen schaffen halt es nicht, nur einen Keks am Tag zu essen. So, okay, das ist mal was Ausnahmsweise Gesundes. Ausnahmspilze, das interessiert uns jetzt gerade nicht. Weiter geht's mit Keksen. Das sind auch so eine meiner absoluten Lieblingskäse, die habe ich schon früher immer so geliebt. Die Billigversion von diesen Prinzenrolle. Wobei ich finde, dass die günstigen sogar fast besser schmecken. So. Alter, ist das hart. 485 Kalorien für 100 Gramm und das sind 500 Gramm. 485 Kalorien pro 100 Gramm Keks. Steht jetzt nicht drauf, wie viel einer hat, aber das kann man sich dann ja ausrechnen. Es ist halt hart. Also die sind auch richtig, das weiß ich aber auch von früher noch, die sind richtig ungesund. Die sind echt, das ist Zucker und Fett pur. Aber für unser Projekt genau das Richtige. Ich habe halt echt Sachen gekauft, die ich liebe, ne? Die ich sonst auch nicht mehr esse oder wenn dann echt nur in Maßen. Nussecken. Eigentlich liebe ich Marzipanhörnchen, aber die gab es leider nicht, deswegen musste ich die nehmen. Es war, ich muss echt sagen,
als ich da vorhin, als ich eben im Laden war und die Sachen gekauft habe, ne, ich kam mir so bescheuert vor, weil ich weiß nicht, also früher, ich habe ja früher auch die Sachen gekauft. Ich habe, wenn ich FAs hatte, habe ich genau diese Sachen gekauft, habe die an einem Tag teilweise gegessen und so weiter und so fort. Aber da das einfach schon so lange bei mir her ist und ich davon so weg bin und das ist für mich so ungewohnt, so ungesund einzukaufen. Ich habe richtig gemerkt, wie ich mich schon dran gewöhnt habe. Und ich sage gar nicht, dass das vor einem Jahr an, also das war vor einem Jahr bei mir auch noch anders, aber dadurch, dass ich jetzt wirklich ein Jahr lang mehr oder weniger wirklich konstant, auch mit Ausnahmen, ich esse genauso immer noch Eis und so einen Scheiß ab und zu. Aber in der Regel, allgemein, bin ich ja doch sehr gesund geworden. Und ich kam mir richtig bescheuert vor, mir war das richtig peinlich, an der Kasse zu stehen und dieses ganze Zeug auf meinem Laufband zu haben. Also ich dachte mir echt so, mein Gott, ey, was. Oh, das war mir richtig unangenehm. Also wirklich, weil das auch eigentlich einfach Sachen sind, die ich nicht mehr kaufe. Oder wenn, dann kaufe ich mal eine Packung Kekse. Die sollte dann eigentlich eine Woche reichen, was die natürlich auch nicht tut. Aber nein, also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder ich kam mir echt bescheuert. Von da, an dem Moment habe ich einfach schon gemerkt, wo früher, wo ich Bulimie hatte oder so zum Beispiel, oder wirklich einfach Essstörungen und generell mich sehr viel damit beschäftigt habe, bin ich zum Beispiel in den Laden gegangen, habe mir Kekse, Kuchen, Eis, alles Mögliche gekauft und einfach nur gekauft, gekauft, gekauft und habe gar nicht drüber nachgedacht. Das war wie, ich bin in den Laden reingegangen und mein Gehirn hat ausgesetzt. Es war einfach nur off, switch off und Waren ging los und alles rein, 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 essen, essen, essen und so weiter und so fort. Ich möchte euch den Rest ersparen. Falls euch jetzt so Themen interessieren wie, ne, wirklich Essstörungen, Bulimie, Magersucht, Ritzen, Binge-Eating. Ich kenne mich auch nicht in allen Bereichen gut aus, muss ich dazu sagen. Aber wenn ihr das wirklich, wenn ihr dazu gerne Videos haben wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Mache ich dazu auch gerne nochmal Videos. Ich habe lange überlegt, lange mit mir gerungen, ob ich darüber rede, über das Thema, ob ich auch euch sage, dass ich mal Probleme damit hatte. Ich glaube im Endeffekt, ich möchte ehrlich mit euch sein. Ich hoffe, es hilft einigen. Ich kriege auch E-Mails dazu, was mich persönlich sehr unterstützt hat, darüber auch zu reden. Und ich glaube, dadurch, dass es bei mir einfach wirklich in der Vergangenheit liegt und ich wirklich geheilt bin, wenn man denn in dem Sinne wirklich jemals von einer Esskrankheit, von einer Essstörung komplett geheilt werden kann. Aber ich sag mal so, für meinen Teil, ich bin, soweit ich das für mich empfinde, geheilt, komme damit auch sehr gut zurecht. Aber was ich einfach heute gemerkt habe, wo ich dieses alles einkaufen musste, beziehungsweise durfte, ich habe jetzt ja mit dem Karl oder selber einfach für mich ausgemacht, dass ich jetzt eine Woche lang mal richtig ungesund esse, mir alles einkaufe, was schlecht ist. Als ich dann vor dem Regal stand und dachte so, du darfst alles kaufen, dann war es halt überhaupt nicht mehr spannend. Und das ist so dieses Ding. Ich glaube, das ist auch das Problem bei vielen, die gerade Bulimie haben oder generell eine Essstörung, dass man ja immer sehr, sehr viel heimlich isst. Also ich habe früher nur heimlich gegessen. Kein Mensch wusste, dass ich dieses ganze Zeug esse. Es war mir sehr unangenehm. Ich habe nie von Menschen gegessen. Ich habe immer nur alleine in meinem Zimmer, alleine, alleine, alleine gegessen, alles in mich reingestopft. Immer nur alleine. Und darum ging es mir auch. Und krieg schon mal Gänsehaut, wenn ich drüber rede, aber ich werde mich jetzt mal zusammenreißen und hier nicht losheulen. Nein, es geht nur darum, es war echt krass zu sehen. Oh, es war echt krass zu sehen, wie sich das verändert. Also früher habe ich das alles gekauft und so wirklich in so einem Wahn. Und jetzt, wo ich das durfte und bewusst so viel Scheiße einkaufen musste und bewusst so viel Kalorien und alles einkaufen sollte, musste, war das so komisch für mich, weil ich stand dann echt davor und dachte so, bäh, wie ekelhaft eigentlich. So wie ekelhaft das jetzt alles zu essen. Und aber genau das habe ich früher gemacht. So, deswegen, ne, ich will euch das nur nochmal näher bringen. Und jetzt hier zum Beispiel Nussecken. Auch super viel Kalorien, super viel Zucker. Genau das Richtige. Dann habe ich natürlich noch ein paar normale Sachen eingekauft. Also das heißt normal Brot. Ich esse auch eigentlich nicht mehr viel Brot, aber jetzt die nächste Zeit darf ich auf jeden Fall wieder Brot essen mit zum Beispiel Tomate, Mozzarella. Solche Sachen habe ich früher auch ganz, ganz, ganz viel gegessen und die sind auch okay. Aber mal schauen. Pro 100 Gramm haben wir 254 Kalorien. Das ist jetzt auch nicht gerade wenig, wenn man da mal so 100 Gramm macht, man ja vielleicht schon mal drauf. Ja gut, vielleicht macht man eher 50 Gramm drauf. Auf so ein Brot, ja, das ist schon okay. Also solche Sachen, das darf man schon noch essen. Käse einfach gekauft. Ich liebe ja Käse und bei dieser Challenge, okay, jetzt geht's weiter mit ungesund. Also Käse ist auch mal so eine Sache, ne? Aber, oh, okay. Ich habe gesagt, ich esse sehr ungerne salzige Sachen, aber dieses Zeug, Honey Mustard and Onion, Brezel Pieces, es ist ohne Witz so geil. Es ist pervers geil. Und ich esse das eigentlich nie. Also wirklich nur, wenn andere Leute es kaufen. Aber ich dachte mir so, wenn ich jetzt schon mal alles essen darf, was ich möchte, dann hole ich mir doch auch mal solche Sachen. Pro 100 Gramm. Pro 100 Gramm 491 Kalorien. Also diese kleine Packung hat ungefähr 600 Kalorien. Und so eine Packung, wie ich mich kenne, also das esse ich locker.
Das sind einfach mal, oder ich meine ganz ehrlich, das essen vielleicht auch viele in der Schule einmal als Snack einfach so in der Pause, mal so eine kleine Packung, da ist ja nichts drin. Das ist eine winzige Packung, denkt man sich, ja, ist ja nicht so schlimm. Leute, 600 Kalorien für eine Packung, für einen Snack, der euch vielleicht 10 Minuten, wenn überhaupt, satt hält und ihr dann einfach noch mehr Bock habt auf Süßes und Zuckriges und keine Ahnung, Fettes und Salziges. Naja, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wie sich das auf mich auswirken wird, weil klar, ich habe auch jetzt noch meine ungesunden Phasen, aber so dieses ganz krass eine Woche am Stück ungesund, das habe ich ewig nicht mehr gemacht und das, ja, bin gespannt. Hier nochmal ein bisschen das dunkles Brot, oder das heißt dunkel, es ist auch so halbdunkel. Marzipan, oh mein Gott. Wer mich kennt, weiß, dass ich Marzipan absolut liebe. Ich esse aber fast gar nicht mehr esse, weil es einfach komplett Zucker ist. Also Marzipan ist ja wirklich einfach nur Zucker und Fett. Das hat auch 100 Gramm, 432 Kalorien. Fett 16 Gramm, ja, auch nicht schlecht für so ein kleines Stückchen, ne? Und das hier sind, glaube ich, auch, würde ich mal schätzen, 100 Gramm oder 125, 100 Gramm. Also dieses ganze Ding hier, ne, schon wieder 400, ey Leute, so ein kleines Stück, 400 Kalorien. Das ist fast die Hälfte, das ist ein Drittel von dem, was ich am Tag essen darf. Also das hier wäre dann schon ein Drittel weg. Und davon werde ich ja nicht satt. So, dann Käse, Gouda, ist auch mein Lieblingsgouda, einfach so ein fetter Gouda, werde ich mir nachher so ein paar Stücke abschneiden oder morgen. Ja, und kann man gut super geil mit so Weintrauben zum Beispiel essen, aber auch so ein Käse ist auch nicht gerade wenig. 368 Kalorien und Fett 30,4 Gramm. 30,4 Gramm, Leute. Also, ne, so viel dazu. Okay, weiter geht es, das hört noch lange nicht auf. Ich habe viel, viel mehr noch gekauft. Also, wenn ihr denkt, das war schon alles, es geht noch weiter. Toffifee. Toffifee habe ich früher auch ungefähr zum Frühstück gegessen. Ich habe einfach mal so eine ganze Packung, das ist ja noch eine kleine Packung. Ich habe teilweise große Packungen, diese ganz großen und diese doppelgedeckten. Ey, ganz ehrlich, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich sogar an einem Tag gegessen. Oder vielleicht an zwei, aber eigentlich, ja, ganz ehrlich, Toffifee, die isst man halt so weg. Ne? Da sind halt irgendwie jetzt so ein paar Stück drin. Jetzt glaube ich, hier sind 15 Stück drin. Sowas esse ich innerhalb von 10 Minuten auf. Oder habe ich zumindest mal eine Zeit lang. Ne? Und das werde ich auch jetzt wahrscheinlich wieder tun. Ich denke mal, wenn ich damit einmal anfange, ich bin so ein Mensch, ich kann dann auch mal nicht aufhören. Beziehungsweise, ich muss echt sagen, das ist besser geworden. Seit ich mich so gesund ernähre und dann zwischendurch was Süßes esse, ist dieses krasse Verlangen nach Süßem gar nicht mehr da. Aber genau das möchte ich euch auch zeigen in meinem Projekt. Deswegen werde ich das erstmal natürlich wieder krass anfangen. 100 Gramm, Alter, ist das echt hart. 100 Gramm, 514 Kalorien, 514 Kalorien. Und das sind 125 Gramm. Das heißt, es hat irgendwie 550, 600 Kalorien, diese ganze Packung. Und das ist der Fettanteil wahrscheinlich auch wieder extrem hoch. Ja, 28,6 Fett. Zucker, 58,5 Gramm Zucker, Leute. Toffifee, ne? Das sind also Sachen, und in einer Werbung, weißt du, in der Werbung wird es immer schön dargestellt. Ach, Toffifee, süße Familie, nette, komm, wir essen alle Toffifee zusammen und alle sind glücklich und allen geht's gut und alle sind happy und gesund. Bullshit. Lion. Okay, früher habe ich Twix geliebt, mittlerweile, also, aber Lion liebe ich auch. Und Lion ist halt auch genauso. 493 Kalorien pro 100 Gramm, davon Zucker 3, oh mein Gott, Kohlenhydrate 65,5 Gramm, davon Zucker 53,1 Gramm. Fett 22,9, davon gesättigte Fettsäuren 14,2. Pro Stück 207 Kalorien, also pro einen Riegel auch schon 207 Kalorien. Und 27,5 Kohlenhydrate, 9,6 Gramm Fett. Also das sind echte Sachen, die isst man, die habe ich auch früher einfach so in der Schule, in der Schulzeit. Ich habe mir immer einen Franzbrötchen gekauft, einen Twix gegessen, einen Lion gegessen, eine Schokolade, so eine hier, diese Rittersportschokolade, einfach so weggegessen, ne? Und davon wird man ja nicht satt. Das ist ja so, das isst man ja nebenbei und dann hat man ja immer noch Hunger. Und das ist halt die Scheiße an diesem ganzen Zeug. Das macht einen wirklich süchtig. Ne? Dieses ganze Zeug macht euch süchtig. Also, ich meine, die meisten, die jetzt dieses Video anschauen werden, sind wahrscheinlich eh schon relativ gesund. Aber ihr werdet das vielleicht auch noch kennen von früher. Dann dachte ich mir, ich gönne mir mal, wenn ich schon Kalorien reinhauen darf, wie ich möchte, dann gönne ich mir auch nochmal so einen richtig schönen, richtig geilen, fettigen Käse. 45% Fett. Sehr schön. Der Rest steht gar nicht drauf. Ist egal. Super geil. Oh. Also jetzt erkennt ihr auch, jetzt seht ihr auch mal, was ich alles so gerne mag. Ich muss sagen, so Gummitiere habe ich gar nicht gekauft, weil das habe ich vor über einem Monat oder vor 2 Monaten aufgehört zu essen. Da habe ich mich einfach zu entschlossen, weil ich bin Vegetarierin und da werden auch Gelatine, ist Knochenmark und so weiter und so fort. Es ist einfach eklig, das ganze Zeug, und das ist halt wirklich richtig eklig, finde ich. Und da habe ich mich einfach so, ich bin so ein Mensch, wenn ich mich zu was entscheide, deswegen weiß ich auch, dass ich das schaffen kann mit diesem Projekt, dass ihr da auch gar keine Angst um mich haben braucht, dass ich da in irgendwelche Sachen, irgendwelche zurückfalle, wie ich früher war oder so. Ich habe einen sehr, sehr starken Willen. Wenn ich etwas möchte, dann schaffe ich das zu 100%. Also, ich bin jemand, wenn ich ein Ziel habe, ich habe gesagt, von einem Tag auf den anderen war ich Vegetarierin. Ich habe gesagt, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Seitdem, ich habe seit 6 Jahren
nie wieder Fleisch gegessen. Nie wieder. Ich habe keinen einzigen Tag gehabt, wo ich gesagt habe, oh, jetzt würde ich ja gerne. Mal ab und zu rieche ich mal was, was mich an früher erinnert, wo ich denke, oh, das riecht schon echt gut. Aber ich würde es nie essen. Also so, weiter geht's. Hier noch so eine Karamellbonbons, die ich auch irgendwie früher mal sehr gerne gegessen habe. Philadelphia, auch immer nicht so geil, wie man denkt. Also hat auch 245 Kalorien, 3,2 Kohlenhydrate, 23,5 Gramm Fett. Auch nicht gerade wenig. Lebkuchenherze, ich liebe sie. Ey, das ist halt echt so eine Sache in der Weihnachtszeit. Aber auch 360 Gramm pro 100 Gramm, also Kalorien, 96 Gramm Kohlenhydrate, 7,3 Fett, also auch nicht wirklich geil. Noch ein paar Süßkartoffeln und, oh Gott, das. Okay, also früher, so zu meiner Zeit, wo ich mich echt ungesund ernährt habe, habe ich so Pudding, diese Aldi-Puddings, der ist jetzt hier von Tengelmann, so ein Grand Dessert Vanille-Schokopudding mit Sahne drin, die habe ich gefrühstückt. Ich habe die teilweise 3 Stück am Tag gegessen oder mindestens 2. Morgens Vanille, abends Schoko, die habe ich echt so runtergeschlungen und diese Teile sind Gift. Diese Teile sind sowas von ungesund. Also, das ist einfach so echt mit das Ekligste, was man eigentlich essen kann. Das ist so richtig Chemie und dann auch noch richtig geil mit Zucker und Sahne und Molk und Glucose und Fructose und bla 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 und die ganzen Zusatzstoffe. Ey, das ist einfach widerlich. So. Oh, das sollte man in die Kühltruhe. Dann habe ich mir noch Eis gekauft. Wow. Das Ding ist, ich bin echt so ein Eisfan. Also, Kekse, Kuchen, Eis ist bei mir, da hört es auf. Eis, da freue ich mich natürlich jetzt auch drauf, mir das reinzuhauen. 480 Kilogramm, nee, 100, 200 Kalorien pro 100 Gramm, ja, das geht ja doch. Zucker, aber auch ey, hart und natürlich Fett und alles, ja. Also Eis natürlich auch nicht gut. Aber da war mein Handy dahin, Bams. So, und wir haben gleich Brownies. Eigentlich liebe ich diese, was ich früher mal gegessen habe, waren diese Streuselkuchen mit Mohn. Mohn-Streuselkuchen gibt es beim, weiß ich nicht, Edeka oder Rewe oder sowas. Und die gab es jetzt aber leider nicht. Deswegen habe ich Brownies genommen. Brownies sind genauso geil und genauso schlimm. Also wenn ich jetzt hier von geil rede, rede ich zwar vom Geschmack, aber ich meine auch mit geil richtig ekelhaft. Ne? Also so richtig dieses, oh, wo man echt so richtig Bock drauf hat, wo man Bock drauf hat, das zu essen. Eines für 5 Sekunden ist man der glücklichste Mensch auf der Welt. Einem geht es so gut, man hat so viel diesen ganzen Zucker-Adrenalinstoß. Und dann, geht die Kurve nach unten und ne, einem geht's schlecht, man hat wieder Hunger, man ist schlecht gelaunt und so weiter und so fort. Also nicht falsch verstehen. Ja, auch hier wieder genau das gleiche Scheiß, 480 Kalorien und so weiter und so fort. Ja, Leute, wie gesagt, ich habe übertrieben, ne? Noch wieder einen Kuchen gekauft. Dann noch so ein bisschen. Auch so ein Zeug habe ich früher ganz, ganz viel gegessen. Auch diese ganzen Tüten. Also ohne Witz, Leute, diese ganzen Tütensachen von Maggi, ne? Diese Tütenpulverzeug für Soßen. Ist das absolut Schlimmste, was ihr essen könnt. Also das Zeug habe ich wirklich auch seit über einem Jahr kein einziges Mal wieder angerührt. Ich habe das früher mit meinem Ex-Freund auch immer zusammen. Wir haben uns immer Spaghetti-Soße gemacht, immer rein, schnell reingehauen, ein bisschen Pulver, ein bisschen Soße drüber, weil es halt geil geschmeckt hat, schnell ging, praktisch war. Aber im Endeffekt schmeckt es gar nicht geil. Wenn ihr immer wirklich eure Sachen selber macht, eure geile Tomatensoße selber macht, schmeckt die viel, viel besser mit frischen Gewürzen als diese ekelhaften, chemievoll gepumpten Pulverzeug. Das ist das absolut Ekelhafteste, was ihr essen könnt. Und vor allem, wenn ihr denkt, dass sowas nicht so schlimm ist, schaut euch mal bitte die Rückseite an und dann die ganzen Emulgatoren und die ganzen Geschmacksverstärker und Zusatzstoffe und schaut da mal rein und ihr werdet überrascht sein. Weil ich hätte das ehrlich gesagt früher auch nie gedacht, dass das so schlecht ist, bis ich es irgendwann in der Fernsehshow sogar mal gesehen habe, von einer Ernährungsexpertin gesehen habe und es dann hinten drauf geschaut habe. Aber ich dachte so, oh mein Gott, das fasse ich nie wieder an. Seitdem nie wieder gegessen, aber genau so ein Zeug. Ne? Habe ich auch bestimmt seit einem Jahr nicht mehr gegessen. Viva Italia, sieht ganz nett aus, sieht ja nicht schlecht aus, ne? Tortellini, Käse, Sahne mit raffinierter Ricotta, Spinatfüllung, natürlich mit Vitamin A und Vitamin C, ohne Geschmacksverstärker, ohne Aromazusätze. Gut 1,9 getestet. Solche Sachen, ne? Da denkt man erst, ach super geil, hier voll gut. Aber ganz ehrlich, Leute, warum macht ihr das nicht selber? Ihr könnt genauso gut selber Tortellini machen. Ihr könnt genauso gut selber euch ein paar Möhren dazu schneiden, ein bisschen Brokkoli schneiden. Und es ist viel gesünder, viel weniger Kalorien, viel weniger Fett, viel weniger Kohlenhydrate. Dieses ganze abgepackte Zeug ist einfach nicht gut. Pro 100 Gramm geht jetzt zwar in dem Sinne, das sind 230 Kalorien, aber Kohlenhydrate 14 Gramm, davon 2,6 Zucker. Fett 5,8. Das ist jetzt gar nicht so schlimm, aber allein dieses ganze. Mal schauen, es steht irgendwas drauf, was drin ist. Spinat, Salz, Öl, Gewürze, Wasser, Karotten, bla, Sahne, Schmelzkäsezubereitung, allein Zubereitung, Käse, Wasser, Butter, Milch, Eiweiß, Molkenpulver, Pfeffer, fettarme Milch, Pflanzliches Öl, Weizenmehl, Gemüsebrühe, Salz, Zucker, bla, 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 Stärke, Salz, Gewürze und so weiter und so fort. Also macht euch das einfach selber. Das ist nicht gut zu essen. Also wirklich nicht. Aber ich werde es trotzdem essen. Und dann habe ich mir ganz normal noch ein paar Brötchen gekauft, weil ich liebe Brötchen. Brötchen mit Käse ist geil.
Und das ist jetzt mein Einkauf. Ich zeige euch den jetzt noch mal kurz ein bisschen in der Übersicht, was alles so dabei ist. Hier haufenweise Kekse, Süßigkeiten, Schokolade, Tiefkühlprodukte. Und wie gesagt, ich hätte da jetzt noch um einiges schlimmer einkaufen können, aber das waren jetzt so die Sachen, wo ich gesagt habe, das kann ich noch essen, das esse ich für das Experiment, das haue ich mir jetzt echt rein. Linda hat die Woche noch Geburtstag, das heißt, da werde ich auch noch einen richtig geilen Kuchen backen. Da werden wir noch essen gehen, Alkohol trinken. Also es wird eine gute Woche, also gute Woche in dem Sinne, dass ich mir richtig, richtig krass Kalorien reinhauen werde und Fett und Zucker und so weiter. Genauso wie ich es früher auch gemacht habe, was bei mir früher ganz, ganz normal war, was ich auch an normalen Tagen gegessen habe, wo es jetzt gar nicht darum ging, einen Fressanfall zu haben oder sonst irgendwas. Ich bin echt gespannt, was ihr. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt. Ich hoffe, ihr haltet mich nicht für komplett verrückt. Ich hoffe, dass wir das zusammen durchziehen, dass ihr vielleicht zusammen merkt, dass es irgendwie, dass wir das echt zusammen machen, dass es was bringt, dass ich euch dann nachher. Das Spannende wird ja wirklich nachher die Phase, wenn es darum geht, die Ernährung umzustellen und wieder davon runterzukommen. Das ist jetzt ja gerade echt nur dieser Vorlauf. Ich dachte mir nur so, es wäre vielleicht auch nicht schlecht für euch, das einfach mal zu sehen, was ich davor dann noch wirklich esse, dass ihr auch seht, ich mache das auch wirklich, was man seinem Körper damit eigentlich antut, wie ekelhaft das eigentlich ist, wenn man drüber nachdenkt. Und ja, also, wir sehen uns, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über einen Daumen hoch, folgt uns auf unserer Seite, schaut mal bei Facebook, bei Instagram oder einfach bei www.ourcleanjourney.de rein. Alles ist unten in der Infobox verlinkt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und es wird ja auch demnächst noch ganz viele andere Sachen kommen zum Thema Fitness, allgemeine Themen, Themen, wo ihr uns einfach Sachen fragen könnt, wo wir gerne drüber reden. Und ich bin gespannt, was daraus wird. Bis bald. Tschüss. Mir ist jetzt schon sowas von schlecht. Aber darauf stoßen wir erstmal Aber an, darauf stoßen oder? wir an. Achso, übrigens, Mädels und Jungs, Linda macht auch mit. Linda macht ein anderes Projekt. Linda macht nämlich macht ein Flashback in ihre Vergangenheit, wo sie ein mega Party-Mädel war, nur gefeiert hat, selbst im Club gearbeitet hat, jeden Tag getrunken hat, auch richtig viel gegessen hat und die Transformation, wie sie jetzt zum Fitness-Girl geworden ist. Nochmal anstoßen hier darauf. Und wir werden Tschüss. uns jetzt nächste Woche zusammen richtig ungesund ernähren und dann geht's Und ich los. werde mich richtig Richtig. betrinken, mindestens 5 Tage die Woche, wie Oh damals mein auch. Gott. Hast du das echt gemacht, ne? 3 Tage die Woche gefeiert, 2 Tage die Woche gearbeitet im Club und das Arbeiten war Trinken. Krass, ne? Bis 7 Uhr morgens. Jo, sehr schön. Und nächsten Tag wieder. Nächsten Tag wieder, klar. Ja, genau so wird es aussehen, Mädels. Also, seid gespannt. Mir geht es jetzt schon so schlecht. Ich habe heute hier echt schon jetzt die ganze Pizza aufgegessen. Dann habe ich vorhin noch nee, hier so einen Laien gegessen und dann noch, was habe ich noch gegessen? Diese Karamellstange, eine ganze Stange und dann noch so eine Nussecke und jetzt die Pizza. Und ich habe es aufgeschrieben für euch, so nur damit ihr es auch wisst. Ich habe auch ein Bild gemacht, damit ihr es mir auch glaubt. Das zeige ich euch dann. Hier. So, alles aufgeschrieben. Und ich habe sage und schreibe 1430 Kalorien zu mir genommen, 54,2 Gramm Zucker und 71,6 Gramm Fett. Also, und das war ja noch nicht mal, ich habe ja heute nicht mal was gefrühstückt. Normalerweise würde ich ja noch viel, viel mehr essen. Das war nur das Das war Abendessen. nur das Abendessen. Und das habe ich früher locker wirklich so gegessen. Also, das ist jetzt auch völlig normal. Und ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit unserem Projekt, mit unserem Experiment. Und ich finde es cool, dass Linda auch dabei ist. Und ich glaube, es wird echt eine interessante Sache. Also, bis bald. Tschüss. Ich kann die Kalorien müssen noch mal etwas erweitern. Wir trinken gerade Aperol mit Wasser, weil wir leider nichts anderes mehr hatten. Aber trotzdem genug Kalorien drin. Und hier, eigentlich esse ich sowas nicht mehr. Aber dann sagt Linda mir, dass das Veggie ist. Was für ein Den Scheiß, habe ich einfach irgendwo ey. Vegetarischer Genuss oder tierische Gelatine. Das heißt, das kann ich dann natürlich doch essen. Was ziemlich geil ist. Und der Rest ist nämlich Glukose, Fructose, Sirup, Zucker. Geil. Modifizierte Stärke, 3% Süßholzsaft. Brauner Zuckersirup, Verdickungsmittel, oh ja, sehr gut. Johannisstärke, oh ja, alles, was man nicht aussprechen kann, ist immer am besten. Xanthan, hydrolysiertes Erbsenprotein, Salmiaksalz, irgendwas anderes, Brotkern, Zitronensäure, natürliches Aroma, natürliches Blablabla, Holunderbeere, Saftkonserve, Kochsalz, Bienenwachsweiß. Jo, Leute.